Ja, hallo und herzlich willkommen zu Rammstedt TV. Wie die meisten ja sicherlich schon wissen, fand ja vom 3. bis zum 6. April die 7. Jugendschutzwoche im Haus des Bürgers statt. Eine tolle Präventionsarbeit, welche vom großartigen Jugendbüroteam um Volker Hammes zusammen mit über 10 Hilfseinrichtungen und Organisationen vorgestellt und durchgeführt wurde. Fangen wir doch gleich mal mit dem interessanten ersten Thema an. Es geht nämlich um Freundschaft, Liebe und Sexualität und vieles, vieles Interessantes mehr. Hierfür habe ich mit den Referenten vom Caritas-Zentrum und von der AIDS-Hilfe aus Kaiserslautern gesprochen und was die euch zu erzählen haben, das hört ihr euch jetzt mal an. Mein Name ist Rühl Grundke, ich bin Sozialarbeiterin im Caritas-Zentrum in Kaiserslautern. Und Caritas ist ein Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Und ich arbeite selbst in der Schwangerschaftsberatung in Kaiserslautern. Man hat Zeit, um mit 4, 5 Jugendlichen intensiv ins Gespräch zu kommen. Unser Anliegen ist es, über Liebe, Freundschaft, Sexualität zu reden. Und das klappt hier sehr gut. Wir haben 2 Spiele diesmal mitgebracht. Die können sich eins aussuchen davon. Es ist meistens so, entweder so ein Quiz oder hier so ein Brettspiel, das die am Machen sind. Da geht es einfach darum, ins Gespräch zu kommen über Fragen, körperliche Veränderungen, Verhütungsmittel, Sexualität. Und dann habe ich noch ein paar andere Utensilien dabei. Da geht es zum einen um Sachen um die Menstruation, das andere sind aber auch Verhütungssachen. Einfach, wenn die Jugendlichen Fragen haben, wie funktioniert denn das Verhütungsmittel oder wie sieht denn das aus, wie sieht denn eine Spirale aus oder was sind das hier alles für Menstruationssachen, wie werden die angewendet, dann können wir auch noch darüber sprechen. Also ich würde denen gern mit auf den Weg geben, dass sie zu sich stehen. Also ihre eigene Identität, dass sie die Pubertät nicht so schwer nehmen und nicht so sehr in die Krise kommen dadurch. Und auch dieses Miteinanderreden in einer Partnerschaft oder sich trauen, wenn man verliebt ist, mit der anderen Person zu reden. Das würde ich denen gerne mitgeben. AIDS ist eine sexuelle, ansteckende Krankheit. Es wird nicht direkt durch den Sex übertragen, aber durch die Schleimhäute und durch das Blut beim Sex, also es kann auch zum Beispiel bei Drogensüchtigen durch die Spritze übertragen werden, also es ist eine Blutkrankheit. Wir bieten ihnen an Verhütungsmittel, ein Kondomometer, damit sie wissen, welches Kondom die richtige Größe ist, damit man nicht irgendwie Unfälle beim Sex hat. Dann haben wir noch hier kleine Infoblätter und wir bieten ihnen an, einen Kondomführerschein zu machen. Das heißt, die richtige Technik beim Überziehen von Kondom. Wie wichtig Verhütung ist, dass man jetzt nicht immer Lust drauf hat, dass es trotzdem ein wichtiges Thema ist für beide Parteien beim Sex. Und dass man es einfach machen sollte, auch wenn man das nicht danach fühlt. Die Einfachheiten vom Überziehen beim einen Kondom, damit keine Fehler geschehen, damit man an all die kleinen Schritte denkt und damit man auch etwas Spaß dabei hat. Auch habe ich mich mit dem pikanten Thema Alkohol- und Drogenmissbrauch auseinandergesetzt und bin hierbei mit Relays e.V. und mit dem Jugendschutzquizstand ins Gespräch gekommen. Wir haben hier als Aktion, da geht es um kreative Partyspiele. Und zwar, leider ist ja heute oft auf Partys so, dass es nur um Alkohol geht, viel Alkohol. Und wir haben einfache Spiele uns einfallen lassen, die man dann auf Partys spielen kann, einfach um eine lockere Stimmung zu kriegen, um Spaß zu haben, vielleicht auch so ein bisschen anrüchig, um sich näher zu kommen. Und das ist so die Idee. Die Mittel sind sehr einfach, einfache Stoffe, die man vielleicht auch zu Hause hat, dass man mit denen einfach so eine Party ein bisschen aufbessern kann, wo es nicht nur um Alkohol geht. Ja, ich denke, da bietet das Internet ganz viele Möglichkeiten, Spieltipps, einfache Spiele. Wie gesagt, wichtig oder sollte es sein, dass man es mit einfachen Mitteln einfach tun kann. Da hat man vielleicht auch schon mal Kinder- und Jugendspiele, was oft, wenn die Leute viel getrunken haben, dann machen sie ja doch auch diese Kinder- und Jugendspiele. Und wenn man dann aber anfangs an der Party will, man so cool und lässig sein, dann sagen alle, Spiele sind doof und man trinkt nur. Nur wenn sie dann betrunken sind, dann macht es ja auch Spaß. Aber warum muss man diesen Umweg gehen? Lass doch gleich eine Party geschickt so veranstalten oder so planen, dass einfach die Spiele Spaß machen. Und das heißt ja nicht, dass man gar keinen Alkohol trinken kann, aber dass es nicht der einzige Punkt ist bei unserer Party, dass es nur ums Saufen geht. Ja, ich denke, da muss man natürlich als Jugendlicher, wenn ich der Veranstalter der Party bin, muss ich natürlich schon gucken, da sollte ich auch den Mut haben, jemanden einfach rauszuschmeißen, der mir die Party kaputt macht. Oder oft sind es auch so coole Typen, die versuchen mir dann die Party zu sprengen durch ihren Schnaps oder durch irgendwelche
Päckchen, also es ist ja heute, dass auch Drogen auch auf Partys rumgehen, da habe ich natürlich eine gewisse Verantwortung. Es ist immer ganz gut, wenn man so eine Party plant, dass man es natürlich dann auch als Jugendlicher mit den Eltern abspricht, dass ich da jemand habe. Wie gehe ich da vor, wenn jemand unangenehm ist? Und diese coolen Typen, vor denen warne ich dann eher. Schmeiß lieber so einen raus, weil die machen meistens die Party kaputt. Mit dem Stand wollen wir einfach das Wissen, das schon da ist, abfragen und das Wissen einfach erweitern. Also ich finde es eigentlich ein sehr wichtiges Thema und es ist auch eine sehr gute Sache, diese Jugendschutzwoche. Prävention in jeglichen Belangen ist immer gut, aber gerade Jugendschutzwoche, dass man die Kinder auch ja, ein bisschen abfragt, ihr Wissen abruft, damit sie einfach wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, wie sie geschützt werden und was sie vielleicht auch daraus Neues dazulernen können. Ja, ist eigentlich eine ganz normale Form von Mensch ärgere dich. Wir haben nur ein paar Zusatzfelder mit den Qs und den Sternchen. Bei den Qs bekommen die Schüler Fragen gestellt über das Jugendschutzgesetz und bei den Sternen gibt es so Ereigniskarten, wo sie sich entscheiden müssen, ja, würde ich das machen oder trinke ich lieber 15 Shots? Gibt es ganz verschiedene Sachen. Ja, ist immer schwierig. Ich denke, jeder Jugendliche sollte seine eigenen Erfahrungen machen, sollte sich aber auch an die Altersbeschränkungen halten in Bezug auf Alkohol, in Bezug auf Zigaretten. Die Altersbeschränkungen sind nicht ohne Grund da, aber ich bin der Meinung, jeder Jugendliche sollte seine Erfahrungen selbst machen und so einfach als Person reifen. Sexuelle Grenzverletzungen unter Jugendlichen sind leider keine Seltenheit und sollten unbedingt behandelt und auch zur Wehr gesetzt werden. Hierbei bekam ich es mit dem SOS Familienzentrum und mit dem Taekwondo Center aus Ramstein zu tun. Mein Name ist Nina Zickermann, ich komme vom SOS Familienhilfezentrum aus Kaiserslautern. Das ist eine Beratungsstelle für seelisch, körperlich und sexuell misshandelte Kinder und Jugendliche und auch deren Angehörigen. Es geht uns hauptsächlich darum, den Jugendlichen auch zu vermitteln, dass sie ein Recht auf Beratung haben, sodass sie die Möglichkeit haben, uns anzurufen oder zu erreichen oder wir auch in Schulen kommen. Dass es auch erstmal ohne Wissen der Eltern oder ohne Wissen anderer möglich ist, dass sie sich auch anonym an uns wenden können. Wir haben Schulhofzähne nachgestellt, und zwar welche, die absolut im roten Bereich liegen, wenn es um Grenzverletzungen geht, welche, die halbwegs okay sind und welche, die im grünen Bereich sind. Und wir fordern die Jugendlichen zur Diskussion anhand dieser Tafel auf, die roten Situationen zu erkennen, um ein Gefühl für Grenzverletzungen zu vermitteln und welche Möglichkeiten man dann auch hat, damit umzugehen. Genau, ja, also die Jugendlichen kommen eben her und wir versuchen ihnen halt erstmal uns einfach vorzustellen, dass es uns überhaupt gibt, also das Familienhilfezentrum in Kaiserslautern, was wir machen, was sie für Möglichkeit haben, wenn sie zu uns kommen, dass sie eben halt, also was ja auch gerade gesagt wurde, eben anonym bleiben, dass die Eltern nicht unbedingt mitkommen müssen und also einfach halt die Möglichkeit aufzeigen, dass es sie gibt und dass die Kinder sich eben auch trauen, dann auf uns zuzukommen und dann vielleicht ja, über ihren Schatten springen können und eben halt das auch sagen können, was zu Hause los ist oder was ihnen schon passiert ist quasi. Ich zeige den Kids so 2-3 kleine Sachen, wie man sich verteidigen könnte. Selbstverteidigung nur im äußersten Notfall. Ja, also jetzt, wenn man jetzt, sagen wir mal, beleidigt wird oder so, einfach links liegen lassen, am besten weiterlaufen. Einfacher wäre es wirklich, wenn man angepackt wird oder so und dann darf man sich mal Verteidigung wirklich nur im äußersten Notfall. Also nicht jetzt einfach hingehen und wo zuschlagen oder so, das ist keine Notwehr mehr. Ja. Ich versuche es immer mit ein bisschen mit Spaß beizubringen, weil sobald es Spaß macht und dann macht es den Kindern auch Spaß und dann ist es auch einfacher für die. Ja. Und dann der Rest mit erklären und dass sie das nicht draußen machen sollen oder sonst wo oder an jemanden zeigen zum Beispiel. Ja, wir sagen dann immer, ja, nicht zeigen an Mama oder Papa, Oma oder Opa, ja, sonst schlagt ihr aus Versehen die Nase blutig oder so. Ja, deswegen lieber ein bisschen aufpassen, nur üben, ja, und wenn es wirklich mal zum Notfall kommen sollte und dann kann man es auch mal anwenden. Das ist unser Schlagmesser und der misst die Schlagkraft in Kilogramm. Ja, und je fester man schlägt, wir haben da extra so ein Programm, das ist Bruchtest, ja, und da geht es nach Level. Ja, das sind 8 Level. Level 1, das sagen wir, man braucht mal 50 Kilo, Level 2 100 Kilo. Und je fester man schlägt, desto besser geht halt das Brett dann kaputt. Ja.
die beste Verteidigung ist, dem Streit aus dem Weg zu gehen. Ja, also wenn man sieht, es bilden sich Grüppchen, ja, die halt ein bisschen cooler sind als alle anderen, am besten außen rumgehen. Ja, nicht direkt in die Gruppe rein oder versuchen einfach dem Streit aus dem Weg zu gehen. Das ist das Einfachste, was man machen kann, und dann kommt man gar nicht in die Gefahrensituation rein. Spiel- und Glückssucht, ob im realen Leben oder in der digitalen Welt, was du gegen Fake News und Hate Speech tun kannst, dies und vieles mehr haben euch die Referenten vom Haus der Diakonie und von der Medienbildung Rheinland-Pfalz zu erzählen. Bitte sehr. Mein Name ist Christoph Einig, ich bin vom Haus der Diakonie Kaiserslautern. Ich bin da in der Fachstelle Sucht und bin für den Fachdienst Glücksspielsucht zuständig. Wir beraten Menschen und deren Angehörige mit Glücksspielsucht und auch mit Online-Spielsucht, und ich bin auch in der Prävention tätig. An unserem Stand können Jugendliche die Faszination von Glücksspiel erstmal kennenlernen und dann gleichzeitig aber kritisch reflektieren. Das Spannende, was die Kinder, Jugendlichen hier auch erleben, was ich jetzt auch diese Woche wieder gemerkt habe, so dieses, der Kopf sagt, das bringt nichts, aber das Gefühl sagt, ich möchte weiterspielen. Und dass sie das einfach hier kennengelernt haben, dass es dann später, wenn es dann auch im richtigen Leben ums Glücksspiel geht, dass sie das besser reflektieren können und sich besser dann auch Stopp sagen können und so spielen wollen, wie es ihnen gut tut. Wichtig ist es, sich Grenzen zu setzen, zum Beispiel wenn man spielen geht, dass man nur einen gewissen Geldbetrag einsetzt oder sich ein Zeitlimit setzt und auch immer im Hinterkopf hat, dass es um Geld geht und dass man viel verlieren kann. Also wir haben hier ein Roulette-Spiel aufgebaut. Die Jugendlichen können erste Erfahrungen im Roulette-Spiel sammeln. Zum Beispiel geht es den Leuten diese Faszination erstmal kennenzulernen, dass man, wenn man gewonnen hat, weiterspielen will, um noch mehr zu gewinnen. Wenn man verloren hat, weiterspielen möchte, um den Verlust wieder reinzuhören, dass es also egal ist, ob man gewinnt oder verliert, dass man erstmal weiterspielen möchte. Diese Faszination, die das auslöst, dass sie das merken. Am Schluss brechen wir nochmal ab, sodass wir wirklich auch nochmal reflektieren, was ist wirklich, wenn ihr viel Geld gewonnen habt, wie geht ihr damit um, was ist, wenn ihr Verluste macht. Und auch, wie kann man auch diese Vorsichtsmaßnahmen, was kann man machen, irgendwie, damit man sich auch schützen kann, dass man sicher spielen kann, ohne in eine Sucht abzugleiten, dass man auch guckt, dass man noch andere Interessen hat und sowas. Und da kommen wir dann ins Gespräch mit den Jugendlichen. Also wir sind von Medien und Bildung, das ist eine Tochtergesellschaft der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz. Und wir machen Praxisprojekte jeglicher Art, vorwiegend eben mit Jugendlichen eigentlich. Also ich bin Christian Laber, ich bin Honorarkraft bei Medien und Bildung.com und ja, unterstütze jetzt meine Kollegin hier am Stand auf der Messe. Also hier jetzt am Stand informieren wir die Jugendlichen zum einen über Fake News, also Falschmeldungen im Internet. Wie erkenne ich Fake News, wie kann ich dagegen vorgehen, wie kann ich sie auch enttarnen, ohne irgendwie großen Aufwand betreiben zu müssen. Und zum anderen informieren wir auch über Hate Speech im Internet, also Hassreden, Hasskommentare in jeglicher Form. Es muss nicht im Internet sein, aber wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich auf das Thema Internet und zeigen dann den Jugendlichen eben, wie kann ich dagegen vorgehen, was kann ich tun oder generell, wie kann ich das von vornherein verhindern. Eigentlich sollte ich immer noch eine zweite Quelle aufsuchen, wenn ich irgendeine Nachricht lese. Aber wenn ich so ganz explosive Titel habe, ja, so reißerische Kommentare lese oder eben reißerische Titel, vor allem Titel von News, dann sollte ich nochmal irgendwie recherchieren und nochmal nachprüfen, ob da ja, der Inhalt denn so stimmt. Also wenn ich persönlich wirklich selber angegriffen werde, dann raten wir schon dazu, sich zu wehren, also sich dagegen auch mal zu äußern. Viele Hater wollen ja auch nur eine Aufmerksamkeit und wollen irgendwie, dass man eben ihnen was entgegensetzt. Also schöner ist es dann, was Schönes auch zu schreiben zu einem Video und somit eben die Hate-Kommentare als ja, geringere Information auf der Seite liegen zu lassen. Es ist Zeit, das Richtige zu tun. Es ist nicht egal, wie man mit seinen Mitschülerinnen oder Mitschülern umgeht. Wegzuschauen oder zu ignorieren ist nicht nur dumm, sondern auch richtig feige. So sieht es auch das Courage-Team von der Realschule Plus aus Ramstein und die Langstuhler Polizei, die schreibt Zivilcourage auch ganz groß. Also wir wollen hauptsächlich vermitteln, dass Hasskommentare im Internet nicht egal sind. Und dass, wenn man so etwas sehen sollte, dass man dringend handeln sollte. Wir sind ja nicht nur an der Courage so in der Sozialwelt, sag ich so, unterwegs, sondern dass es Courage im Internet gibt, also Netzcourage,
Und ja, dafür wollen wir uns auch einsetzen. Also wir tun halt hauptsächlich Fragen über das Internet stellen. So jetzt wie, was sind Likes oder was sind Dislikes oder was macht man bei Hate Speech? Und dann kriegen die drei Auswahlmöglichkeiten. Und je nachdem, für welche sie sich entscheiden, erklären wir ihnen, warum sie falsch ist oder warum sie richtig ist. Und dass sie auf keinen Fall Leute annehmen, die sie nicht kennen oder ältere Menschen oder dass sie auf komische Nachrichten nicht reagieren und dass sie auf keinen Fall auf Links gehen, die komisch aussehen oder die irgendwo anders hinführen. Leute, die dich anschreiben, nicht auf die Konversation antworten. Also wenn jetzt jemand, sage ich mal, Stress sucht und du einfach ignoriere oder wenn dich jemand zuhört, nervt, disst oder sonst irgendwas, einfach die Person blockiere und dass du auch nichts mehr kommt und einfach mal, wenn man die Person kennt, einfach mal mit einem Sozialarbeiter oder mit einem Lehrer oder sonst irgendwas einfach mal drüber reden und dann die Person dazu holen und damit kann man das dann lösen, warum er das macht oder ja, einiges. So ihr Lieben, ihr habt es also gesehen und gehört, es kann so vieles schöner, einfacher und auch interessanter sein. Man muss nur wissen, wie und was man dafür tun muss oder auch kann. In diesem Sinne, genießt eure Jugendzeit, habt Spaß miteinander, helft euch gegenseitig, denn gemeinsam erreicht man ja bekanntlicherweise mehr. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, teilt es einfach, setzt eure Kommis unten drunter oder liked einfach die Seite Ramstedt TV. Ich verspreche euch, es lohnt sich allemal. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Pass auf euch auf, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal mit Ramstedt TV.